Herzlich willkommen bei So geht Zeichnen. Mein Name ist Frank Ginter und heute wieder aus meinem Format Frank probiert Ideen aus, Sachen, die ich vorher auch noch nie gezeichnet habe oder schon sehr lange nicht mehr gezeichnet habe. Heute möchte ich mal eine Kerze zeichnen, eine brennende Kerze, also mit Flamme. Und ich bin selbst erstmal total neugierig darauf, wie ich jetzt die Flamme auch hinbekommen werde. Mache ich heute auch zum ersten Mal. Und die Kerze bin ich auch sehr gespannt. Ich möchte damit ein bisschen auch mit Wachs arbeiten. Das heißt, dass da auch dann Wachs runtertropft. Und ich denke, ich werde am Anfang das Ganze auch den Hintergrund dunkel schattieren auf jeden Fall, damit dann wirklich das Kerzenlicht auch voll zur Geltung kommt. Also seid gespannt, ich bin es auch. Bis später, da werde ich euch dann noch sagen, ja, wie es war. Und denkt dran, zum Schluss hin, ich werde es heute so machen, dass ich die Flamme zum Schluss hin zeichne. Ganz viel Spaß dabei, bis gleich. Und dann habe ich gerade noch gesehen, ich habe rechts ein rötliches Auge. Da ist mir heute Morgen ein Tier reingeflogen, also keine Sorge, es wird jetzt sofort gezeichnet. Und mit meinem H-Druckbleistift, da mache ich jetzt erstmal die Skizze mit. Und ich fange beim Dort an, dann natürlich die Kerze an sich. Wie gesagt, ich hatte es am Anfang schon gesagt, ich möchte da auch ein bisschen mit dem Kerzenwachs arbeiten, mit Kerzentropfen zum Rand hin zeichne ich die ein. Und dann natürlich werde ich auch die Flamme schon mal vorskizzieren. Mit dem 8B-Bleistift, damit schattiere ich jetzt den Hintergrund. Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, ich möchte halt diese Kerzenflamme wirklich ein bisschen erstrahlen lassen. Dafür ist wichtig, dass der Hintergrund dunkel gehalten wird. Dafür verwende ich den 8B-Bleistift und verwischen tue ich das Ganze dann gleich auch mit einem Wattepad und einem Wattestäbchen. Und ich mache das in zwei Schichten, das heißt, ich mache das Ganze zweimal. So, der Hintergrund ist soweit schattiert. Ich habe die Kerze auch ganz leicht schattiert. Und als nächstes schattiere ich jetzt den Kerzendort. Und das mache ich auch wieder mit dem 8B-Bleistift. Und dadurch, dass ich die Kerze auch ganz leicht mit dem Wattepad mitschattiert hatte, kann ich da jetzt wunderbar mit dem Radierstiften und dem Knetradiergummi Glanzlichter reinarbeiten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal So geht Zeichnen abonnierst. Und dadurch bekommst du immer auch als Erster Bescheid, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Und mit dem 5B-Bleistift, damit schattiere ich jetzt die Kerze nochmal ganz bewusst, weil auch da natürlich, wo das Wachs runtergeflossen ist, da gibt es dann Höhen und Tiefen, Schatten und Glanzlichter, die arbeite ich jetzt schön ein. Die weichen Übergänge, die werde ich dann mit einem Wattestäbchen und einem Papierwischer schaffen. Mit dem 5B-Bleistift arbeite ich jetzt noch Details ein. Und den Hintergrund um die Kerze herum, den dunkle ich jetzt mit einem 14B-Bleistift nochmal ab, aber so, dass das auch unterhalb der Flamme bleibt. Und mit dem 5B-Bleistift, da zeichne ich jetzt quasi nochmal ganz bewusst die Flamme richtig. Und das heißt, unterhalb der Flamme, da nehme ich jetzt wieder ein bisschen von der Helligkeit weg mit diesem 5B-Bleistift. Da zeichne ich quasi wieder noch ein bisschen den Hintergrund wieder ein. Und insgesamt werdet ihr sehen, werde ich jetzt das Ganze auch, was die Flamme angeht, auch sehr stark verwischen. Jetzt nehme ich nochmal den 14B-Bleistift, auch den Hintergrund da in der Nähe von der Flamme werde ich jetzt auch nochmal ein bisschen abdunkeln.
Ich würde mich freuen, wenn du für dieses Kerzenzeichen-Tutorial einen Daumen hoch hinterlässt. Für das weitere Schattieren des Kerzenkörpers nehme ich jetzt nochmal den 5B-Bleistift und am Schluss wird das Ganze natürlich auch wieder verwischt, um wieder weiche Übergänge zu schaffen. Jetzt setze ich mit Radierstift nochmal ganz gezielt Glanzlichter und arbeite die letzten feinen Details ein. So, da bin ich wieder. Die Zeichnung ist fertig. Mir hat es wieder einen Riesenspaß gemacht. Ich war ja, habe ich am Anfang gesagt, so ein bisschen ja, neugierig drauf, wie ich so die Flamme hinkriegen werde. Und ich denke mal, das hat ganz gut geklappt. Ich war selbst erstaunt. Also hier ist nochmal die fertige Zeichnung. Und gerade beim Dort habe ich auch wirklich versucht, den realistisch darzustellen. Und auch bei der Flamme habe ich mir das nochmal angeguckt, wie sieht so eine Flamme eigentlich aus bei einer Kerze vorher natürlich. Und auch da denke ich, das ist wirklich gut geworden. Und in dem Sinne, ja, würde ich denken, ich werde nochmal so einige Kerzen zeichnen, vielleicht auch mal eine dickere Kerze. Wir haben ja auch bald Advent. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr spezielle Kerzen nochmal gezeichnet haben wollt, wie das überhaupt ist mit Kerzenzeichnen bei euch, wie das klappt. Generell Fragen und Anregungen immer in die Kommentare schreiben. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal gerne, gebt dem Video einen Daumen hoch. Ganz liebe Grüße und bis bald. Macht's gut. Ciao.